Ach du Kacke. Christ. What kind of experiments are they doing? Hallo YouTube und hallo liebe Zuschauer. Hallo, Motherfucker. Na, wie geht's euch jetzt? Alles gut bei euch? Willkommen zurück zu Resident Evil 4. Ja, letzte Folge war schon sehr geil. Also, auch sehr schwer. Und ich habe wirklich meine Zähne an dir ausgebissen. Aber meine Zähne sind stabil. Deswegen habe ich ihn auch geschafft. Tja. Olle Salazar ist leider gestorben. Das heißt leider, er hat es verdient, kleiner Penner. Was aber lustig ist, im Remake, in der Vergangenheit, also im Original, war das ein Kind. Kein alter Opa, wie jetzt hier in dem Spiel dargestellt. Heutzutage ist es vielleicht zu dramatisch oder zu krass, wenn man jetzt mal ja, ein Kind hops gehen lassen tut. Du bist so bescheuert, dass du dir nicht mal über die Konsequenzen klar bist. So bescheuert bist du. Ne? Vor allem tut. Egal, die Folge wird lustig, bleibt dran, nach dem Intro geht's dann los. Und damit willkommen zurück nochmal, ne? Ja. Kapitel 13, die Unglückszahl 13. Jetzt sind wir hier in irgendeiner Bucht angekommen. Und sind mit Ada, der hübschen Ada, gefahren. Ist das nicht süß? Ist das nicht schön? Einmal hier hochklettern anscheinend, wa? Dürfen wir mal hier hochklettern. Ach du Scheiße, was ist denn das? Das ist ja eine richtige Hochburg hier. What the f... BTF, ne? Ach komm, wir können sogar spannen. Ey, mit so Sensoren und diese Typen laufen richtig so verkleidet rum. Was ist denn das für ein Quatsch? Guardi Motor, ja, oder was? Guck mal da, richtig ausgebildete. Was? Ashley. There you are. Was für ein Quatsch. Wie sind denn die angezogen, ey? Von Agarillo und Gogeta zu irgendwelchen somalischen Piraten, oder was? Ich habe die von hier aus wegsnipern bestimmt, oder? Ja. Tschüss. Aua. Wo ist der zweite? Kann man das kaputt schießen? Nee. Ach, und hier steht unser Händler. Hallo Händlerchen und okay. Was hast du denn für mich da? Killer 7, was ist das? Eine Berlin. Oh, freundlicher Magnum. 20er Damage. Zurückverkaufen. Wie viel hat denn die Dings gehabt? 15 nur. Ja gut, dass wir die verkauft haben, in Anführungsstrichen, wa? Die holen wir uns doch auf jeden Fall, irgendwie. Haben wir irgendwas zu verkaufen? Ne, wir haben nichts zum Verscherben. Wir haben nichts gekriegt. Armer, hässlicher, kleiner, du. Ob die jetzt nochmal hier zu uns kommen wollen oder nicht? Oh, was ist denn hier los? Was ist denn das für ein... Ah? Vertrieben von den kriegerischen Gottlosen finden wir uns im Exil wieder. Verdorrt ist das Gras, karg der Wald, erleben in Sühne die Insel unser Fegefeuer. Doch verzagt nicht, Brüder und Schwestern, unsere Zeit wird kommen. Saddler. Okay, Saddler, ja. Wo sind wir denn jetzt lang gelaufen? Ach, guck mal, hier ein geheimer Weg. Das hab ich jetzt gar nicht mitbekommen. Hier? Ich auch nicht. Okay, noch ein bisschen Geld bekommen. Das ist ja eigenartig, dass wir jetzt hier nochmal einen kleinen Geheimweg gefunden haben. Coole Sache. Oh. Was hat denn der jetzt? Ach du Scheiße, mit einer Gatling Gun. Das ist ja schön. Wie haben wir dir jetzt aufmerksam gemacht? Das ist ja auch doof. Na? Schießt er jetzt auf die? Das wäre ich mal gespannt drüber. Schießt er oder nicht? Na, wo sind die ganzen Actionhelden jetzt? Okay. Oh, mit so einem Elektrostab.
Können wir nochmal hier umstellen? Sind die durchgekommen? Na? Einer weniger von den Jungs. Okay, das hat keinen Sinn. Die wissen, dass diese Dings da sind, die Schussanlagen, deswegen kommen sie nicht. You're goddamn right. Okay, jetzt dürfen wir hier rüberhüpfen. Ein grünes Kraut bekommen, das ist aber sehr nett. Einmal können wir kombinieren. Und mischen. Sehr gut. Können wir uns wieder herstellen. Wir könnten uns theoretisch. Nee, da fehlt uns noch ein bisschen für. Ah, Splend, ja. So eine Kiste. Fast meine ich. Da ist Dings reingegangen. Oh Gott, wir haben die echt einfach abgeknallt, ne? So wie es sein sollte. Okay. Ist da jemand auf dem Turm, der uns irgendwie verfolgt? Irgendwie nicht. Ah, guck mal da. Ha. Sehr gut. Fuck, ey. Was ist denn hier wieder los? Ist denn irgendwas, was ich mitnehmen kann, ohne dass ich gleich wieder sterbe? Selbstschussanlagen. Haben wir irgendwas vergessen? Hier haben wir alles niedergemetzelt. Hat irgendwas liegen lassen für uns? Hört er nicht. Aber was ich immer so lustig finde, dass der Händler einfach hier so durch die Gegend turnen kann, das ist so mega. Und dass du den irgendwie angreifen oder fertig machen. Ah, guck mal, da noch eine Kiste. Ha. Schießpulver. Naja, ich würde sagen, behalten wir erstmal, weil wir wissen ja nicht, was uns jetzt hier in dem Lagerhäuschen da erwartet, wenn wir jetzt hier das Ding deaktivieren. 12 Sekunden später. Ah, wir hätten noch mit dem Messer abwehren können, okay. Gut zu wissen. Oh, was für ein Sidestep. Ah, fuck. Was? Nein! Ich war gerade leer! Nein! Ach Mann! Ich war gerade aus von meiner Munition. Oh, ich war einfach aus. Also, meine Munition ist mir gerade ausgegangen. Ich wollte gerade mit der Schruffwinde ballern, war zu spät, weil er nachladen musste. So, jetzt haben wir es. Was kannst du eigentlich? Dann einmal hier hoch. Was faselt der da? Nein, meine Munition, du Sack! How dare you! So, da ist der echt mit unserer Munition einfach nach unten gestürzt, der Arsch. Kommt der nochmal hoch? Ist da eine Truhe, die ich übersehen habe? Guck mal hier. Sieht aus wie die Kiste, oder? Und dann gehen wir nochmal zurück und holen die uns, wenn ich das jetzt verplant habe. Hä?
Ja! Danke! Wo war die Kiste jetzt, die ich von oben übersehen habe? Die hat man doch wunderbar gesehen gerade. Hier. Tada! Und ein Perlenrahmenreifer. Ihr gesehen, die stand hier einfach so blöde rum und ich habe die echt nicht wahrgenommen. Theoretisch ja. Nice. Wir müssen ja nicht immer wie so verrückt da rumballern. Die stehen aber auch komisch, oder? Die stehen wirklich komisch, die Jungs. Vor allem, worauf wartet der denn? Auf dem Weihnachtsmarkt, oder was? Auf dem Weihnachtsmarkt, sag ich schon. Auf dem Weihnachtsmann. Ja, ja, meine Sprache. Sind so gut, diese Deutsche, diese. Ich glaube, das ist einfach nur, um die Leute anzuzünden. Ja. Oh, einmal ein gelbes Kraut, ne? Ja. Aber wir haben das eine leider schon benutzt. Weil wir richtig angeschlagen waren. Okay, muss das einfach kaputt schießen, dann geht's hier auf oder was passiert? Aber ich höre so viele Stimmen immer noch. Da oben steht einer. Was? Er hat mich gesehen? Ach du Scheiße. Ah, eine Kiste. Wow. Ui, 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 ui. Ja. Ah, du Sack. Was? Alter. Stirb. Okay, nur Peseten. Ja, sind schon wieder ein bisschen reicher. Aber nur ein bisschen. Was denn noch? Wo denn? Ah, der mit dem Raketenwerfer. Aber wir hätten die auch hier reinloggen können, ne? Und ist ein Durchgang einfach nur, ja. Ah, guck mal. Oh, ein Goldlook. Sehr schön. Haben wir noch ein bisschen was verdient. Ist das nicht toll? Ist noch irgendwas hier hinter versteckt? Nee. Ich weiß noch, ich habe diese Stelle eigentlich gehasst im alten Teil, weil die alle so super krass ausgerüstet waren. Mit irgendeinem Scheiß, was überhaupt am Ende keinen Sinn mehr ergeben hat. Hauptsache, die können dir das Leben zur Hölle machen, diese lustigen, spanisch sprechenden Monster. Wo bist du denn? Wir haben nur noch eine, wir haben gar nichts mehr, ne? Ne, sieht schlecht aus. Oh Mann. Oh ja. Wir haben nur Kohle bekommen. Oh Gott. Muss jeder Schuss irgendwie sitzen, ne? Ah, fuck!
Boah. Meine Fresse, diese Viecher sind so hart jetzt, Der letzte Schuss. Okay. Boah. Ey. Wir sind so gut voll angeschlagen gerade, das ist auch doof, ne? Irgendwie, so ein bisschen. Oh. Nein, nein. Er war schneller als ich. Eigentlich wollte ich ihn gerade von der Klippe schmeißen, so. Hättest du mal geschossen, du Fettsack. Mann. Sag halt, das ist echt anstrengend gerade, weil die einfach mega viel Scheiß... Ich fange jetzt von hier hinten an, euer Ernst? Eine, doch, hier, ja, will nochmal, vergiss es. Du bleibst da unten, du bleibst da bitte, wo du bleibst das, was du ursprünglich warst. Wo ist denn der eine Penner, der uns geschossen hat? Da ist er. Das ist er! Mann, fall doch mal runter! Ey, das ist ja furchtbar, der Typ. Jetzt haben wir den. Meine Güte. Ein Geheimgang. Ah, hier kriegen wir einfach nur ein bisschen Munition, das ist aber nett, dankeschön. Okay, da stand ja einfach nur, um das zu überwachen. Und das war's. Oh, wir hätten auf die. Ah, siehst du? Die Kiste gar nicht gesehen. Wir hätten auf die Kiste ballern können, dann wären die auch ganz schnell draufgegangen, die Jungs. Oh, ist das bitter, ey. Aber ich bin halt ein Noob, ne? Was soll ich sagen? Oh Mann. Ist noch irgendwas, was ich übersehen habe oder so. Springt aber auch nichts weg, ne? Die war echt nur für die Jungs gedacht. Das war die Dings, die Feuer macht. Ja, dann gehen wir mal hier rein in die gute Stube, ne? Toll! Karte aktualisiert. Boah, nee, man hört doch, dass er kommt, oder? Dieses Türknall, Peng, man hört es doch voll. Okay. Haben wir irgendwo eine Möglichkeit, dass wir uns irgendwo verstecken können und dass wir gleich gesehen werden? Ganz schön viele. Das wird lustig. Und wir haben... Können wir nochmal? Wir können, nee, uns fehlt eine. Scheiße. Ich würde so gern Dings basteln eigentlich. Nicht Bolzen, sondern einfach richtig fette, schöne... Ja, Gewehr könnte ich basteln, siehst du? Das müssen wir mal jetzt machen. Vielleicht können wir einen von irgendwie ein bisschen weiter Entfernung erwischen, sodass er uns das sehen kann. Oder wir messern die einfach. Wir müssen ja nicht mal wie die Axt im Walde hier vorgehen, ne? Den nehme ich hier hinten. Aha. Können wir einfach ausmachen. Yes. Okay, gut, dass wir hier lang gesneakt sind die ganze Zeit, ne?
Oh, ein Seidenkristall, sehr schön. Okay, da können wir auch durch. Ist noch irgendwas? Ah, okay, noch ein bisschen Kohle gekriegt. Eine Speichermaschine, die benutzt wird doch glatt. Hopp. Okay, haben wir schon mal eine ganze Armee aufgehalten. Sorry, dass gerade so leise war, Leute. Ich musste mich gerade ein bisschen konzentrieren, weil ich Angst hatte. Ich habe mir vorhin die Hosen gemacht. So, und die Falle hat ihn dann quasi direkt selber, also die selber in die Luft gejagt. Dann wäre es bei unserer Ruhe hier drin. Klingt zumindest erstmal so. Aha. Aha. Seht ihr, Jungs? Einfach doof, dumm durchrushen. Einfach mal ein bisschen hier intelligent spielen. Also, okay. Also, ich kann das eigentlich nicht so gut, ne? Aber jetzt gerade war das echt super. Das ist der Fahrstuhl nach unten, ne? Also, wir müssen gar nicht gegen die Gurken, die da vor dem Eingang stehen, eigentlich müssen wir gar nicht kämpfen, ne? Open. Sehr gut. Noch was? Nö. Noch irgendwas Interessantes hier? Wir haben alles gekriegt, was wir haben wollen. Oh. Ashley! Ashley! Come on, Ashley, wake up! Schrei nicht so rum, du Frau. Shit! Hang in there. Ja, ja. Hör sie doch. Ja, wo ist der eine? Ja. Nein, nein. Ein Hit. Dein Ernst? Wie hat er mich denn gesehen? Ich war da im Schatten, wie konnte er mich sehen? Oi, oi. Okay. Noch irgendwas? Achso, das ist das Geräusch die ganze Zeit. Ich dachte, die ganze Zeit. Und hier ist Ashley drin, da kann man nicht ran, ne? Oh, eine Karte, ein Dings kann man nicht benutzen. Ja, irgendjemand hat sie doch bestimmt dann für sie. Oh Mann. Interessant, interessant, interessant. Können wir jetzt hier weiter? Auch zu. Sind wir einfach schon zu früh losgelaufen oder zu früh hier rein? Aber dann hier. Zu zweit rausklettern. Geht auch nicht. Ist auch zu. Kannst du hier hoch? Ja, hier kann er hoch. Mhm. Nochmal eine Kiste nehmen. Sieht eigentlich aus. Wir haben jetzt nochmal fünf. Eine Blendgranate wäre eigentlich mal nicht schlecht, ne? Einfach nur, um irgendwie. Oh. Gegen alles vorzugehen. Aber wir haben keinen Schaden genommen, ne? Aber habt ihr gesehen, ohne Weste, der Schwinger von dir hat mich glatt getötet. Also ein Schlag und ich war finito. Uiui. Gut, 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 gut. Oh, voll offensichtlich. Alter.
Kunststoffe L. Nee, hat sich nichts verändert. Wollen die irgendwas aufmachen? Nee. Was ist hier los? Oh. Handgranate, sehr schön. Eine Tiefkühltruhe. Eine fette Ratte. Warum ist das hier alles so beengend? Hack. Uah. Hey, gib uns doch wenigstens was zum, als Item, du sagst. Warum gibst du drauf so kein Item? Grillofen? Ah, der Händler. Ja, ja. Und da können wir auch gleich speichern. Sehr gut. So, hier, guck mal da. Das ist so wieder so schön getan, diese Scheißkisten, Alter. So heftig. Haben wir hier? Forellenbar. Ah, ja, lecker. Da können wir ja essen. Die kann man ja essen. Das ist sowas wie Heilung. Okay, wir verkaufen erstmal. Das Ding. Seidenkristall haben wir 3 Stück. Den Goldlux. Da kriegen wir ja noch einen Bonus, wenn wir den voll machen wieder mit den Steinen. Ne? Edelsteine einsetzen. Genau. Nein, da. Genau. 6000. Plus, dann gibt es noch einen Bonus, den behalten wir erstmal. Wir müssten aber jetzt genug haben, um uns die Magnum zu kaufen, die Killer hier. 77 nope. Piepen kostet der Scheiß. Das ist so passiert manchmal. Okay. Ja, das ist zu ruhig irgendwie. Uiui. Hier drin versteckt oder was? Müssen wir da rein? Oh. Also müssen wir da rein, wo die gerade. Ach du Scheiße. Das Geräusch kam doch von hier, oder nicht? Kann man da nicht rein? Nein, kann man nicht. Don Ernesto Monos Reyes, Facharzt für Pathologie. Die Abteilung. Okay, da gibt es eine Schlüsselkarte im Sezierraum. Alles klar, habt ihr alles gelesen? Ja, ne? Da ist irgendein Vieh auch mit dabei. Oh. War, glaube ich, keine gute Idee, war. Wieso muss das immer alles so doof sein jetzt? Warum jetzt zum Ende hin? Man hört's nur, ne? Oh. Ein Code, ein Rätsel, okay? Eine Ewigkeit später. Ja. Aber dann passt das denn nicht. Müssen wir auf das. Brauchen wir das hier unbedingt? Nee, dann brauchen wir nicht. Oh. Ich dachte schon, was kommt hinter uns raus? Regal and Raider, okay.
Das sind die, die kennen wir aus einem anderen Spiel noch. Das kommt bestimmt gleich, wenn wir irgendwas nehmen, Schlüsselkarte halten. Na, genau, wenn wir das nicht nehmen sollten, ne? Ach du Kacke. Christ. What kind of experiments are they doing? Okay. Weg. Okay. Okay. Was ist da los? Okay. Was? Was? Wieso, was ist denn hier los? Okay. Alter, das springt er jedes Mal. Oh nein. Okay, da müssen wir aufpassen. Oh Gott! Oh nein! Wie kriegen wir den platt? Da muss doch irgendeinen Trick für geben. Irgendwas muss doch hier sein. Ist das ein normales Ei, ja, ne? Ja. Wir sind voll. Wir können nichts machen, ne? Oder? Ne, wir haben echt keine Munition für den Typen gerade. Nö. Dann müssen wir uns nochmal die Handgun voll machen. Haben wir hier irgendwas? Ne, hier war nichts, ne? Da kam gerade irgendwas, da war was zu sehen. Aber das habe ich gerade erst jetzt wahrgenommen. Da, der Fleck. Okay. Da, dieses Leuchten auf der Brust, dieses Leuchten auf der Brust. Aber gut, ich würde sagen, hier an der Stelle beenden wir die Folge für heute. Ich habe gerade genug. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Falls ihr neu seid, dann lasst doch bitte ein Abo da, darüber würde ich mich sehr freuen. Definitiv nein. Einfach liken, ne? Würdet ihr mir auf jeden Fall sehr helfen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Euer Damir, Gabi und Kroate. Adio und ciao, ciao.